Wenn Sie in Leipzig an diesem Wochenende schwarz sehen, dann keine Sorge. Rund 20.000 Anhänger der sogenannten schwarzen Szene sind zum alljährlichen Rave Gothic Treffen angereist. Darunter sind Gäste aus Island, Venezuela, Mexiko, Russland und Australien. Unsere Reporterin Judith Heinze hat sich das nicht entgehen lassen. Sie ist uns jetzt vom Festgelände im Leipziger Süden zugeschaltet. Judith, was bekommt man denn da so alles zu sehen? Viel Spitze, viel Lack und viel nackte Haut sieht man hier auf dem Wave und Gothic-Treffen. Ich bin hier mitten im Getümmel auf dem Laufsteg der schwarzen Eitelkeit auf dem Accra-Gelände. Und ich muss sagen, man sieht nicht nur schwarz hier, sondern teilweise auch wirklich recht bunt angezogene Leute wie Sabrina. Wie lange hat das gedauert, dich jetzt so schön zu stylen? Also durch die Perücke hat es nur 2 Stunden gedauert und das Kleid zu entwerfen letzten Endes 4 Tage. Und selbst zu nähen, hast du gesagt. Richtig, genau, und selbst zu nähen. Sieht wirklich ganz umwerfend aus, vielen Dank. Aber natürlich sehen die Wave und Gothic Teilnehmer am Morgen nicht alle so gestylt aus. Wir haben sie mal beim Frühstück besucht. Noch recht müde sitzt die schwarze Szene im Leipziger Globetrotter Hostel bei Kaffee und Marmeladenbrötchen zusammen. Fast alle hier sind Stammgäste wie Emmis und Sabine aus Kiel. Sie kommen seit vielen Jahren zum WGT, werden mit und in der schwarzen Szene älter. Wegen, dass es sich um eine, sagen wir mal, Jugendkultur handelt, das in dem Sinne nicht richtig ist. Es ist eine Kultur, es ist eine eigene und andere Art zu leben. Und das ist eben das Ding. Und klar, und es wachsen klar auch Leute nach. Das Treffen verändert sich. Immer häufiger rollen neben den Reifröcken und Lederstiefeln Kinderwagen her. Auch auf dem Accra-Gelände machen die Kleinen das schwarze Leben bunter. Vor 2 Jahren waren wir schon mal da oder ja, nee, vor 3 Jahren. Ich schon auf der Welt, aber sie noch. Genau. Und das erste Mal war sie mit dabei, da war sie noch bei der Mama im Bauch. Und für die Kinder gibt's hier viel zu staunen. Fantasievolle Kleider, aufwendiges Styling. Klar, dass da manche auch mitmachen wollen. Frieda hat sich von ihrer Mama Christine extra ein Kleid nähen lassen. Es gehört nun mal zu mir und warum soll ich das vor ihr geheim halten? Das wäre Blödsinn. Entweder bleibt das so, dass sie gerne immer mitkommen möchte, oder es ändert sich wieder, da bin ich auch nicht böse. Das Wave- und Gothic-Treffen in seinem 21. Jahr wird immer mehr ein Familienfest. Die Szene ist erwachsen geworden und Kinder gehören einfach dazu. Man nimmt sie überall hin mit. Klappt ja schön und dann, sag ich mal, von Jahr zu Jahr wächst du dann irgendwo ran. Kennt die Leute wieder irgendwann und dann hält sie das oder sieht das für ganz normal. Das ist eine Lebenseinstellung, tolerant zu sein. Eben, ich bin weder Gothic noch Satanist oder irgendwas, sondern einfach, ich laufe gern so rum. Und damit die Eltern trotzdem auf Konzerte gehen und in Ruhe Freunde treffen können, gibt es direkt auf dem Festivalgelände einen Kindergarten. Der vergrößert sich von Jahr zu Jahr. Hier bleibt die Farbe schwarz hinterm Zaun. Der Papa in dunkler Kluft darf trotzdem mit aufs Bild. Ja, ob jung oder alt, schwarz oder bunt, für die Menschen hier auf dem Festival geht es um ein Lebensgefühl. Und für die Leipziger ist das Wave und Gothic-Treffen eine der schönsten Traditionen des Jahres. Tja, und sollten Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sein, viele Bilder von den nicht ganz alltäglich gekleideten Gästen, die können Sie sich auf unserer Internetseite anschauen.